Hause, ihr Lieben. Hallo! Ich würde euch gerne meine September-Favoriten mal zeigen. Da hat sich nämlich zum Sommer so ein ganz klein bisschen was getan. Also viele von den Sachen, die ich im Sommer sehr gerne verwendet habe, ich verlinke euch auch nochmal das Video dazu. Die haben sich weiter gehalten, aber es ist so ein bisschen was dazugekommen. Und lustigerweise hänge ich so ein bisschen zwischen den Jahreszeiten fest. Also einerseits irgendwie sehne ich mich weiterhin nach sommerlichen Temperaturen, andererseits freue ich mich jetzt aber auch schon irgendwie auf die Herbstzeit. Freue mich jetzt auch wieder drauf, dass man sich ein bisschen mehr schminken darf, da wieder ein bisschen mit den Farben ein bisschen mehr austoben kann. Ja, und wie gesagt, da ist ein bisschen was dazugekommen. Starten wir gleich mal mit einem großen Favoriten, der jetzt aber schon eher Richtung Winter tendiert, theoretisch. Und zwar ist das hier diese richtig schöne, dicke Body Butter Banana von The Body Shop. Banana Party steht da drauf, Go Bananas. Und es ist so eine richtig schöne, dicke, satte Body Butter und es macht einfach Spaß, sich mit da einzucremen und so richtig zu pampern und ja, die Haut zu verwöhnen, jetzt wo es wieder ein bisschen kühler wird. Dann was, was mich eher so ein bisschen wieder in den Süden zurückbringt, ist meine Handcreme aktuell gerade. Und zwar ist das hier von Alverde, die Naturschön, aus der Naturschön-Serie, die Handcreme. Die Serie ist neu, die habe ich euch auch gerade in meinem Alverde-Haul präsentiert. Und die, die ist gleich in meinen Favoriten gelandet, weil die macht man auf und die hat so diesen typischen Spa-Geruch, aber halt eben so ein bisschen Mediterranean-Spa, so ein bisschen nach, ja, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, ich bin sofort irgendwie so ein bisschen türkisches Hammam oder keine Ahnung, irgendein Spa auf einer Insel in Griechenland. Also einfach, ach ja, einfach ein herrlicher Duft. Und wo wir gerade von Duft sprechen, möchte ich auch meinen momentanen Parfum-Favoriten, den ich euch auch schon mal gezeigt habe, zeigen nochmal. Und zwar ist das von Escada Magnetism. Und ich merke einfach jetzt so langsam, wie ich immer mehr auf diese Gourmand-Noten jetzt abfahre. Kaum wird es irgendwie kühler, brauche ich irgendwas Süßes. Und statt mir irgendwelche Süßigkeiten reinzuschieben, ist die Alternative, schöne Gourmand-Düfte zu tragen. Das ist so ein kleiner Ersatz, Ersatzbefriedigung sozusagen. Und wer auf so süße Gourmand-Noten steht, der muss unbedingt mal in diesen Magnetism von Escada schnuppern. Wir haben es irgendwann intern nur noch das Keksparfum genannt. Und irgendwie so riecht es auch echt wie so Weihnachtsbäckerei. Oh, himmlisch. Ja, was auch was schon so ein bisschen herbstlich-weihnachtlich anmutet, aber eigentlich auch ein, ja, es ist so ein Mittelding auch zwischen Sommer- und Wintertee, komischerweise, ist dieser türkische Apfel, den ich wahnsinnig gerne trinke. Und der auch so ein bisschen, ja, schmeckt so ein bisschen süßlich und der hat einfach irgendwie sowas, ja, also im Moment mag ich das einfach wahnsinnig gerne. Also ich bin jetzt noch nicht so sehr auf Vanille vom Geschmack her, sondern mag einfach gerne so ein bisschen dieses Fruchtige, aber halt schon so ein bisschen intensiveren Geschmack und das bietet der auf alle Fälle. Also eigentlich im Moment mein absoluter Lieblingstee. Ja, wie ich sagte schon, also jetzt ist man ja wirklich auch wieder ein bisschen stärker am Schminken, ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe gerade irgendwie auch Lust, doch wieder neu dekorative Kosmetik mir anzuschauen, mir zuzulegen, auszuprobieren und komischerweise hat sich jetzt ein Pinsel und deswegen muss ich den jetzt echt mal, ihr habt den schon in meinem letzten quasi Favoritenvideo kurz gesehen und zwar ist es der hier von Inglot. Das ist die 4SS und ich habe bisher, glaube ich, noch nie einen Pinsel in den Favoriten vorgestellt, weil ich da nicht so, also ich benutze gern Pinsel, aber ich habe jetzt irgendwie nicht in dem Sinne so krasse Lieblingspinsel oder sowas gehabt. Aber der, Leute, der ist einfach so, so, so toll, weil der so vieles kann, ja. Also der, einmal ist der halt irgendwie so ein Blendepinsel, dann ist er ein Highlighterpinsel. Und dann ist der auch super, um quasi einen Lidschatten in der Crease zu verblenden. Also hier quasi auf der Spitze trage ich das dann auf, mache das in die Crease und dann dadurch, dass es quasi so die Form der Crease annimmt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, verblendet er das dann automatisch. Also das ist quasi so 2-in-1-Pinsel. Und ich, also ja, ich liebe den einfach. Ich finde den so, 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 so toll. Gibt bestimmt auch diese Form von ganz vielen anderen Marken auch, aber ich liebe den sehr. Achso, als Contouring-Brush kann man den natürlich auch ganz wunderbar benutzen. Apropos Contouring, habe ich auch noch gleich meinen nächsten Favoriten für euch. Und zwar bin ich jetzt nicht so ein großer Contouring-Mensch. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie sich an so Creme-Contouring wagen würde. Aber ich habe eine
ganz süße Palette, die ich jetzt auch quasi ein bisschen wiederentdeckt habe. Und zwar ist die von, zeige ich euch, von Sans Souci, eine ganz schöne deutsche Marke. Und hat eben diese drei sehr moderaten, netten Töne drin, die auch für mich als Contouring-Laie einfach super funktionieren. Einmal hier den Konturton, den ich auch sehr, sehr schön aschig finde. So ein ganz, der passt zu meiner Haut einfach total super. Dann so einen ganz dezenten Bronzer und eben so auch ein ganz feines beiges Highlight, also wirklich eine ganz, ganz schöne Palette. Wenn ihr so ein bisschen was für Anfänger sucht oder was Unkompliziertes in Sachen Contouring, dann schaut euch die auf alle Fälle mal an. Und zu guter Letzt auch noch eine Mascara. Im Sommer bin ich ja, wie ich euch erzählt, auch schon öfter mal oben ohne rumgelaufen sozusagen. Und jetzt benutze ich aber wahnsinnig gerne diese hier von Sealamour. Die habe ich euch auch schon mal, glaube ich, irgendwann vorgestellt. Also zumindest Sealamour, die Marke, habe ich euch schon mal vorgestellt. Und ich zeige euch hier mal das Bürstchen. Das ist halt so ein bisschen, ja, knospenförmig, vielleicht kann man es so sagen. Und das macht nicht so ein krasses Volumen, aber es macht so einen ganz erwachsenen Look. Also die wird man schön getrennt, aber auch dicht und auch eine gewisse Länge. Aber jetzt nicht so, ist das ein super alltagstauglicher Look. Es ist jetzt keine Party-Mascara, aber wirklich meine Go-To-Mascara im Alltag zurzeit ganz oft. Also jetzt zumindest im September war das so. Ja, ihr Lieben, das waren meine September-Favoriten. Ich freue mich, wenn da vielleicht der ein oder andere Inspiration für euch dabei war. Wenn da ihr noch Fragen dazu habt oder auch mir gerne eure September-Favoriten verraten wollt, dann bitte sehr gerne in die Kommentare. Dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich riesig auch über ein Abo und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!